Süßen. Auch hier zeige ich euch tollen eingelegten Feta-Käse. Feta-Käse, Hirtenkäse, Schafskäse. Nehmt den Käse, den ihr gerne mögt. Bei mir waren das jetzt auch so zwei Blöcke. Die habe ich jetzt einfach nur in Würfelchen geschnitten. Würzen tue ich das mit Kräutersalz, Chilisalz, Olivenöl, Knoblauch, Rosmarin, Petersilie und etwas Koriander. Mögt ihr was nicht, weglassen. Das gebe ich jetzt in meine Schüssel, schneide hier die Kräuter ein bisschen klein, genauso den Knoblauch ein bisschen grob schneiden, damit das Aroma rauskommt und dann würze ich das Ganze. Ich lege euch mal ab und lege los. So, ich habe meinen Feta-Käse in eine Schüssel. Hier habe ich mein Petersilie, Koriander, Rosmarin und Knoblauch ganz grob geschnitten. Das langt mir auch. Jetzt würze ich das Ganze mit dem Chilisalz. Hier gibt es kein Falsch. Genauso mit meinem Kräutersalz. Sorry, jetzt mein Chilisalz. Ich werde zwischendurch natürlich abschmecken. Je nach Käse, was ihr wählt. Natürlich, wenn manche Käse sehr salzig schon sind, braucht ihr hier natürlich nicht so viel Salz. Da langt eigentlich auch nur, sage ich mal, Kräuter. Aber dieser Käse kann noch ein bisschen, sage ich mal, Geschmack vertragen. Genau auch hier schön reichlich Olivenöl. Schreibe ich euch vorne drauf, wie viel ich da verwendet habe. Jetzt nehme ich einen Löffel und dann wird das Ganze schön durchgemischt. Und so habt ihr wieder von so einfachen, sage ich mal, Feta-Käse-Würfel toll eingelegt. Den könnt ihr toll auf den Salat nehmen, zum Frühstück. Einfach nur so, seht ihr das? Das Ganze würde ich auch natürlich so einen Tag schön durchziehen lassen. Am liebsten würde ich auch noch so eine rote Chili-Paprika reinmachen, aber ich habe jetzt leider keine da. Passt auch super, bisschen Schärfe. Wie gesagt, einen Tag durchziehen lassen und dann könnt ihr es essen. Das ist natürlich Feta-Käse, das ist jetzt nicht Monate oder Jahre haltbar, aber schon ein paar Wochen mindestens. Aber auf jeden Fall kürzer, wie sage ich mal, die Oliven. Ja, die kommen jetzt auch bei mir gleich in eine Schale rein, in ein Glas. Und dann habe ich immer was Leckeres da. So, ich wollte euch das zeigen. Das ist jetzt natürlich hier wieder eine Portion für uns. Hier habe ich alles schön rein. Da kommt gleich nochmal ein bisschen Olivenöl rein. Und hier sind dann, habe ich nochmal zwei Gläser gemacht. Da müsst ihr natürlich aufpassen, schön reinsetzen, dass ihr den Käse nicht kaputt macht, aber dass ihr auch nicht Lücken habt. Und so habt ihr tollen Feta-Käse eingelegt. Mit tollem Geschmack, plus auch das Öl, benutzt es zum Salat machen, zum Naschen, aufs Essen träufeln, nicht wegschmeißen, sehr lecker. Aber hier kommt auf jeden Fall noch etwas Öl rein, abgedeckt und dann kann man es genießen und sich schmecken lassen. So ihr Lieben, also ich bitte euch, allein schon für dieses wunderschöne Bild einen Daumen hoch geben. Wenn ihr sowieso euch das Video anschaut, einfach auf Herzchen, Daumen hoch drücken, da wäre ich euch schon dankbar. So sieht das Ganze aus. Ich habe euch das ja schon mit den Oliven gezeigt. Hier ist mein Feta-Käse. Paprika kennt ihr auch schon, meine eingelegten Paprika. Da verlinke ich euch nochmal das Rezept unten in der Infobox. Und solche Sachen sind bei mir immer im Kühlschrank ein Muss. Wenn ich mal keine Zeit habe, einen Salat zu machen, dann habe ich wenigstens sowas immer da. Es ist alles sehr lange haltbar, es ist sehr lecker, sehr zu empfehlen und auch so in Gläsern. Wie gesagt, richtig schön, schöne Geschenkidee. Also ihr Lieben, habe ich was vergessen, schreibe ich es unten in der Infobox. Euch viel Spaß beim Nachmachen, bleibt mir alle gesund und munter. Und wundert euch nicht natürlich wegen der Ölmenge. Gerade wenn ihr das in so Gläser macht, da muss schon einiges Öl rein. Ja, auch jetzt in der Schale. Okay, ich zeige euch das mal hinter den Kulissen. So sieht es aus. Also es muss schon etwas Öl rein. Also da dürft ihr nicht mit Öl sparen. Und sowas, wie gesagt, Deckel zu, habe ich immer im Kühlschrank, wie ihr seht. Ja, Feta-Käse, Oliven und meine eingelegten Paprika. Ja, also einmal hinter den Kulissen. Also ihr Lieben, viel Spaß beim Nachmachen. Bleibt mir alle gesund und munter. Thank you.